So Leute, Tag zusammen. Herzlich willkommen zum ersten Video hinsichtlich des anstehenden TI 2024, dem größten Dota-Event des Jahres. Es geht also wieder los. Ich lade euch herzlich ein, diese illustre, feuchtfröhliche Zeit zusammen mit mir zu verbringen. Hier seht ihr schon mal den Zeitplan, den ich unter Verwendung aller meiner GIMP-Fähigkeiten erstellt habe und über den ihr euch orientieren könnt. Ich pinne euch auch nochmal die Playlist zum TI an. Da findet ihr alle relevanten Videos, also auch dieses hier und dann eben alle Livestreams, die auf YouTube dazu stattfinden. Wenn ihr das TI bei mir verfolgt, könnt ihr da immer drauf zugreifen und dann bequem in vergangene oder aktuelle Livestreams reingehen. Außerdem kriegt ihr nur so als Anekdote sowieso auch alles vom Turnier mit, fast alles vom Turnier mit, wenn ihr bei mir zuseht. Bis auf ganz wenige Best of Threes ist hier in dem Zeitplan das Event abgedeckt. Ich bin also zu 90% des Turniers live. Wir beginnen bereits morgen um 10 Uhr früh und dann bis spät in die Abendstunden mit der Gruppenphase. Sind natürlich immer Best of Twos. Es gibt insgesamt 4 Gruppen. Dann am Donnerstag geht das Ganze noch ein bisschen weiter, allerdings nur von 10 bis 17 Uhr, etwas kürzerer Tag. Und direkt im Anschluss kommen dann die Seeding Decider. Da kämpfen die Gruppen 1. und 2. gegen Gruppen 3. und 4. aus anderen Gruppen, um zu entscheiden, wer ins Lower und wer ins Upper Bracket kommt. Und natürlich ist so ein Upper Bracket Einzug zum TI deutlich, deutlich besser und wertvoller als ein Lower Bracket Einzug. Im Schnitt verdient ein Team aus dem Upper Bracket 3, 4, 5-mal so viel Geld irgendwie bei Turnieren, wie eins aus dem Lower Bracket. Das sind dann Best of Threes, die an dem Tag hintereinander gereiht stattfinden. Ab 13 Uhr sind wir da dann am Start. Bis ungefähr 22 Uhr. Endzeiten sind natürlich immer schwierig einzuschätzen. Ich fühle mich ein bisschen wie bei so einer PowerPoint-Präsentation. Ich hoffe, ich rede frei, ja, und habe hier gutes Bildmaterial für euch mitgebracht. Dann kommen die Playoffs. Die fangen am Sonntag, den 8.9. an. Also bisher ist alles noch täglich. Ne? Auch wieder 13 bis 22 Uhr. Der ganze Spaß geht dann bis Dienstag durch. Dann 2 Tage Pause, vielleicht kommt da sogar ein Dota-Gameplay, muss ich mal gucken, wie fit ich noch bin. Und dann 13. bis 15.9. sind die Finals in der großen Arena in Stockholm mit bestimmt bestem Production-Value. Ja, PGL hat ja jetzt die Rechte komplett übernommen und da wird alles reibungslos laufen. Hier ist absolut kein Sarkasmus in diesem Video. Und da sind wir Freitag 13 bis 22 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt schon in gewohnter Manier eigentlich, sind ja die Spiele die Tage davor auch so geeicht, 13 bis 22 Uhr unterwegs. Und am Samstag schon 10 bis 22 Uhr, dann nehmen wir sogar das allererste Best of Three mit. Und am Sonntag dann eben das große Finale ab 14 Uhr, ich bin zum Lower Bracket Finale schon um 10 Uhr live. Seid dabei, ja, verfolgt mich, wenn ihr Lust habt, macht den Stalker und guckt meine Livestreams. Es wird hoffentlich wieder so geil, wie es die letzten Jahre wurde. Ich freue mich schon sehr drauf, mit euch gemeinsam wieder richtig in Dota reinzutauchen und die ganzen Spiele durchzuanalysieren, zu verfolgen und epische Erlebnisse zu haben. Und ich gehe davon aus, dass es epische werden, denn der Patch ist ziemlich gut für Pro-Dota, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da sehr viele lange, heftige Partien geben wird. Es gibt natürlich auch wieder Spendenziele, ne, die ich vorbereitet habe. Es wird einen Charity-Stream geben, in dem ihr mir über Donations kleine Überraschungen zukommen lassen könnt, wie zum Beispiel Wassereimer auf dem Kopf, Helium-Inhalation und anderes. Das wird, denke ich, sehr lustig. Dann gibt es natürlich wieder den Wodka-Stream, wo ich Shots trinken muss, wenn ich aus Versehen einem Cast englische Wörter verwende, wie zum Beispiel das Wort Cast. Das dürfte ich schon gar nicht. Das ist ja ein großer, beliebter Klassiker. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann gibt es natürlich wieder einige sehr, sehr, sehr tolle Cosplays, aber dazu später mehr. Korsett Henry dann vielleicht zum großen Finale. Ja, ihr und ich und wir alle zusammen in gewohnter Manier ab morgen bis zum Sonntag, den 15.09. fast täglich live. Und ja, auf dann, auf bald. Schaltet gerne ein. Natürlich freue ich mich immer, wenn die alten Hasen, wenn die neuen Hüpfer und mehr vorbeikommen und ein bisschen im Chat und im Lurk meine Streams verfolgen. Bis dahin. Es wird eine hervorragende Zeit, da bin ich ganz sicher. Ich mache jetzt noch ein paar Overlays, ey, weil die grafischen Materialien für das Turnier sind eher rar gesät bisher. Die Overlays und die Designs und so werden sich auch auf jeden Fall noch über den Turnierverlauf in gewohnter Manier steigern. Ja, da werde ich dann noch mehr zur Verfügung haben und ich muss sie auch immer anpassen, je nach Turnierphase, in der wir gerade sind. Aber auch da hinsichtlich bin ich guter Dinge und habe auch schon einiges fertig. Also ich verabschiede mich in weitere Streamvorbereitungen und dann sehen wir uns. Bis dann.